Hallihallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Dragon Quest 11. Ja, in der letzten Folge habe ich ja die Prüfung Nummer 5 ein bisschen verkackt. Die war aber auch echt schwer, Mann. Es war halt echt schwer, dass wir da alles gleichzeitig töten müssen oder so und irgendwie müssen wir alle anschlagen. Man muss alle scheinbar anschlagen und dann muss man einen finalen Mega-Bob machen und dann ist Ende. Irgendwie so. Weil sobald irgendwie einer stirbt, naja, ruft sie halt immer wieder neu. Das müssen wir, vielleicht mache ich das noch, vielleicht mache ich das nicht, ich weiß es nicht. Was ich jetzt machen wollte war, nicht leveln, nein, keine Angst, wobei leveln immer wichtig ist. Ich wollte einfach mal anfangen, ich habe ja gesehen, wir haben schon so gut wie fast alles an Zutaten. Zumindest schon mal ein bisschen und einfach mal anfangen zu schmieden hier. So. Was ist denn wichtig? Messer ist nicht wichtig, die Axt finde ich persönlich sehr wichtig für ihn. Weil mehr Angriff und alles. Und er ist ja sowieso unser Angriffstyp und alles. Und jetzt, warte mal, was mich mal ganz kurz interessiert. Großschilde, haben wir hier irgendwas Tolles an Schilden? Nö. Gut, vielleicht ist es ja in dem einen Buch, was wir da ja noch nicht bekommen haben, ist so Prüfung 5. Vielleicht mache ich das mal offscreen oder sowas, weißt du, dass ich das schnell mal durchziehe. Schnell mal vor allem, weil ich ja auch schnell mal dabei bin. Ne? Also es ist ja wirklich schnell erledigt. Okay, wir fangen einfach mal an mit Schmieden. Ich kann es ja jetzt, ne? Ich bin ja jetzt allgemeiner Schmiedeprofi. Deswegen drücke ich mal das und dann machen wir nochmal das und dann machen wir dreifach Dresche. Nein, dann machen wir krasser Quadraschlag. Siehst du? Ich sag ja, ich bin Profi. Ihr wolltet mir das nicht glauben. So, diese Flamme der irgendwas. So, das sieht sehr gut aus. Das sieht fantastisch aus. Das sah scheiße aus. Das sah richtig kacke aus. Okay. Wir einfach alles einfach nur... Ja, es macht... Ich bin da immer noch ein bisschen, ne? Siehste, wenn das mal nicht plus 3 ist, dann weiß ich auch... Beziehungsweise ist ja eigentlich scheißegal, was das wird, ne? Weil plus 3 oder nicht plus 3, im Endeffekt arbeiten wir sie ja sowieso noch um. Aber man sieht halt einfach, dass ich es drauf habe. Man sieht es halt einfach. Und das gehört halt jetzt auch mit zur Vorbereitung dazu, dass man halt auch mal ein bisschen krasse Scheiße schmiedet, ne? Das ist einfach so... Irgendjemand staubsaugt hier. Und nicht meine Wohnung. Schweinerei. So. Die andere Axt können wir auch noch veraxtisieren. Ich fand das mit einem Alchemiekessel aber auch nicht schlecht, muss ich sagen. So. Wir machen wieder unser typisches, ne? Was ist das? Ist, ja, das ist das. Ich muss ja mal gucken. Das ist auch nicht. Irgendwie bin ich eine Pfeife. Zack. Drinne. Das machen wir sehr gut. Ich bin sehr stolz auf uns. Hauen wir mal wie ein Bekloppter wieder drauf, wa? Ist eigentlich relativ egal, wie gesagt. Hauptsache, das Ding ist irgendwie fertig. Weil die Pluszahl ist ja relativ egal, weil wir es ja eh umschmieden. Jetzt wird's wichtig halt. Jetzt will ich die gleich plus 3 haben, das wäre schön. Klima-Axt, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie es auf diesen Namen kommt. Eine Klima-Axt? Wirklich? Eine Klima-Axt? So, eine, wie heißt die? Galaktische Axt. Ich finde es wenigstens gut, dass die Zutaten nicht verbraucht werden. Oh, stell dir mal vor, die Zutaten würden verbraucht werden. Also jetzt nicht der... Die Hammer, sondern, die Zutaten halt.
So, jetzt müssen wir uns mal richtig hart konzentrieren, ne? Sieht so gut aus, das sieht so gut aus. Das sieht aus, als ob er das wirklich... Sein ganzes Leben lang war er Schmied gewesen. Sein ganzes Leben lang. Und jetzt macht er... Let's Plays. Ich meine, so in etwa sieht es ja wirklich aus. Geht noch einmal. Wunderschön. Präzise und... Naja, wunderschön halt. Ich weiß es auch nicht. So. Von mich aus... Gehen die goldenen Dinger eigentlich auch wieder zurück? Kann ich die Temperatur abkühlen? Genau so. Ich weiß nicht warum, aber einfach mal machen. Die wird leider nicht, glaube ich, nicht perfekt. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich dachte, wir kriegen das Feld halt auch noch golden. Oh, perfekt. Geil. Oh, Alter, wenn das... Also, oh. Schön, eine galaktische Axt plus 3. Das ist schon mal sehr gut. Das ist schon mal richtig gut. 15 Perfektionsperlen. So, was haben wir denn noch? Was ist noch wichtig? Waisenstäbe sind halt doch irgendwie noch... Oh Gott, uns geht die Zutaten aus. Wir hatten keinen Achat der Echolotion mehr. Uns gehen die Achats aus. Uns gehen wirklich die Achats aus. Achatstein, Schalosch und so, weißt du? Ja, uns ist also doch die Achats ausgegangen. Ja, ich dachte, wir könnten jetzt hier, ne? Das ist gar kein guter Behänder. Hypernova-Schwert. Ja, das war recht erfolgreich. Ja. Wir brauchen Achatz. Können wir Achatz irgendwo kaufen? Vertickt er mir zufällig Achatstein Schalosches? Shit. Vertickt er mir nicht, oder? Der Lappel. Okay, ausrüsten. Dann geben wir jetzt erstmal Hendrik. Statt die Aristokraten-Axt geben wir ihm die Axt. Und die ist um einiges geiler. Nice. Oh, das sieht auch... Das passt auch schön dazu. Also er sieht jetzt... Er sieht blumig aus. Er sieht halt einfach blumig aus. So, dann... Ja, beste Waffenschmieden zum Thema, ne? Hm, ja. Wir haben die Sachen zum Thema, ne? Hm. Ja. Dann rüsten wir einfach mal so auf. Zum Beispiel die Jägermondels und so, weißt du, das ist doch alles. Sollte ja eigentlich alles kein Problem sein als eingeborener Profi. Komm, weil ich ein Hardcore-Profi bin, Alter. Keine Ahnung warum. Einen glatten Geistesblitz. Ich wollte die ganze Zeit den machen. Upsi. Ich habe mich schon gewundert, warum das so schwach ist. Aber vom Profi-Dasein reden, ne? Ganz schlimm, der Typ. Ganz schlimm. Aber es läuft ja, ne? Es läuft ja. Einfach ein bisschen wie ein Bekloppter drauf rumhämmern. Da funktioniert es immer noch am besten. Wenn man wie ein Bekloppter auf Metall rumhämmert, das ist dann halt einfach. Das ist es halt einfach, ne? So. Dammit. Ja.
meinen Hund gerade gehört und das hat sich angehört, als ob er sich übergibt. Rein theoretisch müsste ich mal gucken. Perfekt. Auf plus 3. Einfach nur, damit er mehr Damage macht. Weil Eric ist ja sowieso unser... Wir müssen ja... Das Einzige, was wir beim Endboss machen müssen, ist Eric am Leben halten. Das ist das Einzige, was wir machen müssen. Ihn am Leben halten. Damit wir die perfekten Waffen hier und also in Kram und sind. Ich weiß nicht, warum ich das dreimal mache. Dürfte mich sowas nicht fragen. Bumerang ist aber auch relativ behindert zu machen. So mal ganz ehrlich, ein Bumerang ist echt scheiße. Geistesblitz! Naja, fast. Warte, erstmal alles wie ein Bekloppter draufhämmern. Das war genauso, wie ich wollte. Jetzt geht der Scheiß aus. Dankeschön, genauso wollte ich. Man erkennt es halt wirklich, wenn er das so will, ne? Das ist drinne, oder? Ja, das ist, glaube ich, drin. Ja, perfekt. Besser geht's nicht. Man erkennt es halt, wie er das machen will. Man übersteuert das erstmal, damit es wieder zurückgeht. Damit dieses Feld nicht noch weiter zurückgeht von den anderen Feldern. Und dann kann man dieses Feld nämlich auf perfekt machen. Und genau das ist nämlich immer der Plan, den ich eigentlich versuche zu verfolgen. Ich brauche nur noch Leute, die mir das glauben. So, Helmchen. Man muss auf jeden Fall sehr viel hier machen, ne? Also das ist wirklich... Aber man muss halt auch alles sein. Wir wollen ja den Boss, wegmachen. Wegmachen vor allem, wir wollen ihn einfach wegmachen. So, weiter wie ein Bekloppter auf dem Helm einprügeln. Ist immer doof, wenn es einmal macht und dann nie wieder mehr. Okay. Okay. Okay, jetzt ist jetzt... Okay. Der wird langsam... Okay. Immer mehr reingegangen. Oh, wenigstens so. Das war natürlich alles geplant. Das hat man wieder nicht gesehen. So, fertigstellen. Schnell plus 1 machen oder so, oder plus 2 oder irgendwas. Perlen können wir ja noch genügend kaufen. Ist halt nur gelungen, ne? Aber ich wollte halt auch zeigen, dass es halt auch... Oh, mir gehen da die Ausreden aus, da. Ich finde es gut, dass wir da LP für bekommen. Wir müssen alles plus 3 haben. Auch vom Helden. Alles. Auch von Serena. Besonders von Serena. Serena ist sehr wichtig. Serena ist überaus wichtig. Wir machen das Ganze mal dreimal, damit das richtig, richtig, richtig heiß wird. Das muss heiß werden. Heiß. Ja, wenigstens ein bisschen. Genau so. Genau so hatte ich das nämlich geplant. Und jetzt können wir nämlich Dinge machen. Darauf prügeln. Weil so klappt das ja wunderbar. Die Potenzialkosten von dem sind nicht so hoch. Und er tut halt echt einfach so, als ob er davon Ahnung hat, ne? Findet ihr das nicht selber schlimm?
Sieht gut aus. Sieht gut aus. Eigentlich sieht es gut aus. Der Helm ist auch plus 3. Ich hätte auch gerne noch die Mini-Medaillen sammeln, ne? Es gibt noch eigentlich so viel geiles Zeug, was man machen will. Aber uff. Aber uff, halt. Plus 30 LP. So, warte. Ich will mal ganz kurz bei Sirina gucken. Den Stab möchte ich nämlich gerne mal aufbessern. Ich finde, sie sollte 2 Stäbe haben. Allein schon eine 25%ige Chance, mit Alma Mate zu beginnen. Was so viel bedeutet wie Alma Mate. So viel bedeutet wie, wenn sie stirbt oder wenn ein tödlicher Treffer kommt, überlebt sie mit 1. Das ist ja, ne? So, hier machen wir wieder Multikracher. Wie ein Bekloppter. Sind halt ganz, kostet halt nicht viel Potenzial. Aber im Endeffekt sind das gute Treffer. Für so Zweier-Dinger ist das echt gut. Die Hälfte von 7 ist nicht 4. Mathe. Die Stärke von den Dragon-Quest-Entwicklern. So. Dollar darf nicht mehr. Naja, perfekt wird's nicht, aber es ist schon mal gelungen. Vielleicht sogar plus 2, aber ich denke mal, weiß ich nicht. Vielleicht auch nur plus 1. I have no idea. Nur plus 1. Oh, tatsächlich nur plus 1, weil halt kein goldenes dazwischen war, ne? Das kostet aber auch Pärchen, ne? 50%ige Chance, das ist richtig geil. Die beginnt dann immer mit Alma Amate oder wie auch immer. Das ist gut. Es sei denn, es kommt wieder eine scheiß Störwelle, die uns wieder mobbt. Das ist natürlich wieder was ganz anderes, ne? Aber im Endeffekt ist es gut. So, ordentlich Feuer machen hier. Muss abglühen. Kann man eigentlich auf 1 Million Grad gehen? Kann ich eigentlich all mein Potenzial dafür benutzen, um das Feuer zu erhöhen? Das würde mich mal echt interessieren. Boah, geil. Nur Crit-Treffer. Yeah, Damage. Kommt auch immer relativ gleich, ne? Also. Ich kann schon Geniestreich machen. Was war das denn? Okay, das war scheiße. Okay, egal. Egal. Es ist auf jeden Fall plus 1. Also plus 2. Also plus mehr. Also, weißt du. Ja, es kriege ich aber nicht wirklich, ne? Also, ist mit mehr Arbeit verbunden, muss ich sagen. Definitiv. Also, ne, wenn ihr die Folge nicht sehen wollt, okay, das sage ich ein bisschen spät, nach 20 Minuten, heute machen wir, gerade machen wir nur das. Also, das ist gerade nur das. Das ist einfach the place to be. Nein. Das ist halt erstmal das, was wir einfach nur machen. Damit wir wirklich ausgerüstet sind. Vor allem die Buffs, wie jetzt hier Alma Mate zu Kampf beginnen und sowas. Das finde ich persönlich echt wichtig. Weil es halt echt geil ist, dass sie dann schon am Anfang gleich gebufft sind. Ich hätte sowas ehrlich gesagt gerne noch mit Energieschub für die Leute. Wie heißt er? Eric. Den einzig wichtigen, den wir ja scheinbar brauchen hier. So. So. Zack.
Fertig. Und plus 3. Hat sehr viele Perlen gekostet, aber... Was kostet Welt, du? Was kostet Welt? Siehste, perfekt. Lübder. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Dann rüsten wir sie noch weiter aus. Wie gesagt, bei den anderen, wie gesagt, bei Rionaldo weiß ich einfach nicht, ob ich da auf... Ja, Peitsche ist ja auch nicht so der King drinne, ne? Hundertprozentig, also sie fängt jetzt immer definitiv damit an. Das ist gut. Das ist sehr gut. Stella Kleid. Da hatte sie doch auch noch ein besseres, oder? Oder? Warte, lass mich mal ganz kurz gucken. Ich habe sowieso keine Perlen mehr. Hatte sie da nicht ein... Nee, warte mal. Schilden wollte ich auch nicht gucken. Zwielichtzweig? Ach ne, brauche ich... Oder? Krone, ist das das, was sie kriegen soll? Zwielichtzweig. Oh Gott, hier brauchst du aber viel für. Für die Karnevalskrone, du. Minerva. Ist halt Jadesding. Ein Ukrelakium. Kriegen wir eigentlich jetzt noch ein Ukrelakium her, du? Hier brauchen wir auch alles, du. Alles. Das müssen wir ihnen auf jeden Fall noch, kraften. Gut, die legendäre Rüstung brauchen wir jetzt nicht unbedingt, ne? Das ist halt noch wichtig. Auch, oh, guck mal, können wir sogar kraften. Weil wir sollten das kraften, ne? Nicht das da. Wir sollen das da kraften, oder? Von der Verteidigung her ist das natürlich... Aber es soll ja mit Krone der Ewigkeit und so. Oh Gott, wir brauchen echt Schmiede, Schimmerseide, Zwielicht. Ich muss mir das echt mal irgendwann aufschreiben, ne? Oh. Das muss ich mir echt mal aufschreiben. Damit wir mal wirklich daran gehen können. Ja klar, immer her mit den Perlen. Alter Perlund. Damit wir auch wirklich die beste Rüstung. Rüstung ist halt auch sehr wichtig, ne? Nur bei Zubehör weiß ich auch noch nicht, was man da am besten immer nimmt. So, Serena. Ist das hier zum Beispiel wichtig? Magische Macht, Geschick. Braucht sie das? Vollmondring. Chance, gelähmt zu werden. Gut, da können wir ihr was anderes in den Rachen stopfen. Da bin ich mal ganz ehrlich. Das ist, was ich mich eigentlich gerade frage. Kann man eigentlich den Ring... Oh, den Ring kann man ja sogar aufpimpen. Ob ich das brauche, weiß ich auch nicht. Ja, da brauchen wir gar nichts für. Angriffe können von Gegnern... Okay. Wollte ich alles gerade gar nicht nach... So, weiter geht's. Mensch, lass die nie ablenken, Boy. Boy. So nenne ich mich jetzt. Ich nenne mich jetzt selber Boy. Das klingt halt einfach cooler, oder? Machen wir erstmal wieder heiß. Heiß. Immer rein damit. Schon gut aus. Sieht schon sehr gut aus. Ja, das kann nur noch gewinnen werden. Ganz ehrlich, das kann nur noch gewinnen werden. Das ist definitiv plus 3. Also 3 Sachen Gold haben, wenn es denn nicht perfekt ist, der weiß ich ja auch nicht. Aber selbst wer freilich doch. Da ist es, das Schlingelding. Das ist, glaube ich, auch einfach ihre beste Ausrüstung. Ja. Ich wüsste jetzt nicht... Also es würde mich schockieren, wenn sie noch was anderes außer Serenica bekommen würde. Da würde mich doch ein bisschen so... Was? Dann schreibe ich mir nachher mal auf, was wir brauchen, denn... Oh Gott, das sieht eine Arbeit aus, da.
Und dafür, dass das ein Stoffkleid ist, und dann damit einen Hammer draufschlagen und bei 160 Grad, ne, das ist ja... Manche Kleider kannst du ja nicht mal mehr waschen und dann gehen die schon kaputt. Ich hab da natürlich keine Ahnung von, aber... Ich wollte, das klang halt unsagbar intelligent, das zu sagen. GG, Alter, easy. Ach, ich bin so ein Profi. Ich kann selbst Kleider schmieden, Alter. Ich kann einfach alles. Ich habe auch jetzt noch nicht gefunden, was ich nicht kann. Also, bis auf die fünfte Prüfung da, die... ja, das ist natürlich... ja. Ja, eigentlich, ne? Es sind vier Sachen, sind über 50% in den gelben Bereich. Das muss plus 3 sein. Geht doch. Man sieht es, glaube ich, schon an den goldglänzenden, oder? Ich glaube, das ist schon so ein bisschen Spoiler. Spoiler. So, sehr gut. Ganz wichtig, dass Serena halt. Chance betört, Verwirrung. Nach jedem Kampf werden Chance sofort getötet zu werden, ist halt komplett weg. Runde aussetzen zu müssen, ist halt fast weg. So, dann machen wir bei Eric mal jetzt sein Mützchen. Oh, so viel zu tun. Oh Mann. Ich bin schon echt gespannt auf den Kampf, ganz ehrlich. Weil ihr so immer so schreibt, dass es so furchtbar schwer werden soll. Ich weiß es nicht. Wird es wirklich furchtbar schwer? Werde ich daran verzweifeln? Das ist halt echt die Frage. Sehr gut. Geht aber auch dreifach Dresche, wa? Sehr gut, drinne. Sehr gut, drinne. Sehr gut. Langt noch. Wunderschön. Wunderschön. Könnte, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kann ich jetzt nicht einschätzen, ob es plus 3 wird. Ich hoffe es. Ja? Ja! Es hat nicht so golden geleuchtet wie sonst. Deswegen war ich verwirrt. Wir haben schon wieder einen Stoffhut plus 3 geschmiedet. Hm. Logisch. Ach, mir fehlt der Alchemiekessel ein bisschen. Wirklich. Ich finde das auch gut, klar. Aber der Alchemiekessel ist natürlich... schon wirklich alchemitastisch, ne? Also in 3-3-4 Verteidigung hatte er. Ich weiß gar nicht, wie viel Verteidigung will er überhaupt draufschmieden. Auf sein Kleidchen hier. Wann macht man eigentlich? Wann macht man sowas eigentlich? Diesen Geistesblitz. Ist das, kann man das instant machen oder ist das wirklich Verschwendung eigentlich? Ich meine, das ist ein garantierter kritischer Treffer. Ist geil, ja, aber ja. Das wird aber nicht, plus 3, das wird maximal plus 2. Maximal plus 2. Müssen wir gleich nochmal ran. Naja, wir haben genügend Perlen. Gelungen. Ich bin voll enttäuscht. 3-3-4 war die Verteidigung, ne? Ja, ich glaube schon. 3-5-2. Ja, steigt ja doch ganz schön, ne? 3-5-2 ist jetzt die Verteidigung. Es steigt ja doch ganz schön. Also das Schmieden haut ja doch noch ganz schön was rauf. So, Potenzialkosten werden halbiert. Das ist immer derselbe Ablauf, ne? Geistesblitz. So, muss ich den nehmen, ne? Der geht nicht weg, oder? Ich will's mal testen.
mach mal ganz kurz. Test. Okay, das wollte ich wirklich testen, ob das wirklich... So. Ob das wirklich reingeht dann. Jupp, fertig. Nice. Was war das? 359? 35. Ich hab doch. Okay, wir müssen langsam hier Aufnahmepause machen. Ich kann nur wieder eintägig aufnehmen. Das ist furchtbar. Die Arbeit. Dann noch eine Woche, dann ist Weihnachten. Gott. Ich hoffe ja, dass ich das jedes Mal schaffe. Es hat sich doch schon gelohnt, ne? Durch Windangriffe ist halt... Seine Flinkheit steigt, was echt gut ist. Ausweichchance steigt, was echt gut ist. Nur so... Ja, das Ding ist ja schon... Das Ding ist echt geil hier. Semina wollte ich... Entschuldigung. Was ist das? Achso, das ist der Ring der Wandlung. Ja, genau. Unnötig. Das hier ist doch eigentlich gut für Veronica, oder? Maximale MP, damit sie für ihren MP-Super-Ding da... Das ist vielleicht auch gar nicht schlecht für sie. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was... Oder maximale LP steigen lassen für sie. Charme, nee. Kritische, nee. Mystiker, nee. Gaukler. Fürstinnen. Also ich glaube, da ist für sie, glaube ich... Ja, wie gesagt, das hier ist natürlich Flinkheit mit drin, dass sie halt auch relativ schnell angreifen darf. Aber hier ist halt Leben drin, dass sie halt auch überlebt. Aber auch nur 5 und geht dann nur auf 15, also nochmal 10 dazu. Wobei hier das ja auch nicht viel bringt, ne? Geht auf 10 und hat dann vielleicht 30. Klar, ihre Flinkheit ist halt wichtig, aber... Ich weiß es nicht, was gut ist. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen Eigensache, weißt du? Dass du dir dann sagst, so, ja... So, und der ist halt sowieso der Coolste und deswegen kriegt er das da. Weil insgesamt, die würde ich sowieso alle am besten herstellen, weißt du? Und alle regenerieren dann pro Runde 50 LP. Ist vielleicht... Ich weiß gar nicht, ist das doof oder ist das gut? Ist das eine gute Idee? Oder ist das auch so ein Mäh-Ding? Talisman der Treue? Achso. Maximale LP steigt da natürlich. Das ist natürlich cool, ne? Komm, gehen wir da drauf. Was ist denn besser? Oh, gut, das hier ist definitiv besser. Nee, warte. Das ist ja Flinkheit. Ja, weiß ich nicht. Braucht er Flinkheit? Ich will ihn jetzt ja als Tank machen. Weil er halt alles an Tank hat, was Tank geht. Wenn ich da nochmal maximale LP gebe, dass er richtig LP dazu bekommt, er kann ja sogar auch wiederbeleben. Und einer für alle und sowas. Also er kann ja wirklich der Letzte sein, der überlebt. Okay. Ja, ich werde mir auf jeden Fall mal aufschreiben, was wir brauchen. Die Folgen werden jetzt echt lang, ne? Aber gut. Dafür kommen sie auch, ja, ich hoffe regelmäßig trotzdem noch bis Freitag. Bis Samstag. Wir spielen ja Samstag, weil Freitag geht nicht. Ich hoffe es einfach. Ich verabschiede mich jetzt aber erstmal. 35 Minuten sind in Ordnung, kann man machen. Dafür, dass ich nur jedes Mal... Ich kann halt auch nicht aufhören, weißt du? Man kann ja auch nun nicht immer... Wäre natürlich noch schön, wenn er Mega-Heilung oder sowas hätte, ne? Naja, egal. Wir gucken auf jeden Fall mal. Es wird auf jeden Fall langsam... Ja, weiß ich nicht, spannend. Kann man sagen, dass es spannend wird? Sagen wir ja. Es wird auf jeden Fall spannend. Ich gehe definitiv wohl nochmal eine Folge leveln. Allein schon... Wegen was eigentlich?
Ach ja, warte mal, was war das? Schwert war... Okay, ich sollte noch das hier mal lernen. Schwerttanz. Das hier müssen wir... Ja, stimmt, wegen Case müssen wir hier nochmal ordentlich ran, ne? Case muss auf jeden Fall nochmal ordentlich ran. Der Scharnuppel. Was gibt's hier noch? Peitschenknall. Episch. Wir wollten das da unten machen, oder? Kategorische Kräftigung, auch sehr gut. Wollten aber hier unten irgendwas machen. Nein? Nee, oben? Nein? Ernsthaft? Cool. Kategorische Kräftigung ist auch immer gut. Ja, ja. Ja, gut. Okay, ich verabschiede mich dann jetzt aber. Wir sehen uns dann morgen wieder, wenn wir, weiß ich nicht, machen. Vielleicht nochmal die Prüfung. Vielleicht werde ich mich wirklich nochmal auf die Prüfung stürzen. Na gut, ich verabschiede mich jetzt aber. Und naja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen. Und ich muss speichern. Nicht, dass ich wieder ausmache und alles ist weg. Ja, es ist schon einmal vorgekommen, okay? Aber da gibt es zum Glück schnell speichern. Ich gehe schnell speichern. Ihr müsst noch dabei sein, damit ihr das auch seht. Wie gesagt, beim letzten Mal habe ich dann auch vor, schnell auszumachen. Dachte mir so, der hat nicht gespeichert. Oh, zum Glück sind wir da gerade in dem Moment irgendwo hin teleportiert, dass ein automatisches Speichern kam. Ansonsten wäre richtig scheiße. Aber was soll's, ne? Kannst du auch nicht immer alles machen. Gut. Ich bin dann jetzt aber raus. Verabschiede mich. Sehen uns beim nächsten Mal wieder, hoffe ich. Und bis dahin einen schönen Tag. Auf Wiedersehen und ciao. Bis morgen. Tschüss.